Hallo und herzlich willkommen, Mitreisende durch das Universum. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Podcast meiner Podcast-Reihe rund um das Thema Schreiben. Und heute haben wir den Podcast, den ich von Anfang an bringen wollte und aus dem schlussendlich diese Reihe ja erwachsen ist, kann man sagen. Ja, ich glaube, man kann das sagen. Und eine Sache vorab, bevor ich weitermache: Ich werde am 19. weg sein. Ja, ab den 19. um genau zu sein. Ich werde nämlich meine Freundin für etwa 2 Wochen besuchen. Plus minus ein paar Tage. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht entschieden, wie lange ich schlussendlich bleibe. Ja, das werde ich dann sehen. Und ihr werdet sehen, weil ich werde in der Zeit wahrscheinlich keine Videos hochladen. Vielleicht den einen oder anderen Run-Run, wenn ich daran denke, ja, sagen wir mal, die passenden Dateien und so weiter mitzunehmen. Den Laptop werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich werde trotzdem versuchen, ab und zu weiter an der Geschichte zu schreiben. Korrigieren muss ich mal gucken, habe ich jetzt in der letzten Zeit nicht gemacht, da hatte ich irgendwie den Kopf nicht für und leider Gottes auch nicht den Kopf für die Fanlore, die werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, weil es gibt noch ein bisschen was zu tun, bevor ich ja übermorgen fahre. Übermorgen zu dieser Zeit werde ich bereits unterwegs sein. Ich werde trotzdem gucken, dass ich auf ja Kommentare antworte, auch zu diesem Podcast. Und noch eine andere Sache, ja, noch eine andere Sache. Ihr wisst ja, dass es heute darum geht, euch so ein bisschen die Welt vorzustellen. Und ihr fragt euch vielleicht, ja, warum eigentlich? Ich glaube, ich habe es zwar schon mal erklärt, aber ich erkläre es hier jetzt nochmal. Und zwar werden einige Dinge oder sehr viele von den Dingen, die ich euch ja gleich vorstellen werde, so nicht im Buch sein. Oder vielleicht auch nicht ins Buch kommen, das weiß ich noch nicht, weil dafür ist es halt einfach viel zu viel, ne? Muss man halt irgendwo Abstriche ziehen. Und ja, der Hauptgrund eigentlich dabei ist, dass, naja, der Protagonist, ja, oder die Hauptfigur, der wir folgen, ja, die Welt eigentlich kennt. Und wenn die Person dann regelmäßig Dinge erklärt, die sie eigentlich wissen muss, man kann das zwar ein bisschen geschickter lösen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das kommt dann halt irgendwann mal komisch und der Leser fühlt sich dauerhaft irgendwie belehrt, weil, naja, der Protagonist ihm ständig irgendwas erklärt. Natürlich macht man das immer so ein bisschen subtiler, aber schlussendlich mo möchte bzw. wollte ich das nicht, naja, übertreiben, sagen wir mal. Von daher habe ich das jetzt halt einfach so gelöst, dass die Informationen, die mir persönlich wichtig sind, halt stichpunktartig irgendwo stehen. Und jetzt habe ich das nochmal in längere und ordentlichere Form geschrieben. Und das werde ich euch praktisch jetzt vorstellen. Und ja, das ist wirklich der Grund. Ich stelle euch das vor, weil ich es einfach mal vorgestellt haben möchte. Weil das wird halt sonst nie jemand irgendwie lesen, erfahren oder was auch immer, falls ich nicht irgendwie bekannt werden sollte. Und die Marketingabteilung der Meinung ist, ja, das solltest du irgendwie an deine Leser weitergeben, weil das gibt Geld. Und wir als Agentur und Verleger, wir lieben Geld. Und weil wir Geld lieben, musst du auch Geld lieben. Und genauso funktioniert das, meine Freunde, genauso. Weil andere Leute Geld lieben, tust du Dinge oder so ähnlich. Egal, wir werden sehen. Lange Rede, überhaupt keinen Sinn, so wie immer. Und ja, zwangsläufig werde ich hier in diesem Podcast dazu gezwungen sein, den Arbeitstitel von, naja, meiner Geschichte preiszugeben. Aber er wird nicht oben in der Videoleiste stehen. Von daher, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen werde. Ich werde es irgendwie benennen, wie immer, ja. Aber es wird auf jeden Fall nicht der Arbeitstitel meines Buches sein, ja. Denn, wie gesagt, wie ich im letzten Podcast schon angekündigt habe, möchte ich das so ein bisschen trennen. Trotzdem gebe ich euch jetzt die Möglichkeit, ja, diese Informationen zu erhalten. Wenn ihr daran kein Interesse habt, dann könnt ihr jederzeit hier ausklinken oder so, weil das hat jetzt wirklich keine so tiefe Thematik wie jetzt die anderen Podcasts. Hier geht es einfach nur um Informationen, die von mir an euch gehen und
Die sind halt ja eher trivialer Natur. Also kann ich verstehen, wenn ihr sagt, das brauche ich nicht wissen. Falls einer von euch aber Interesse hat, mal ein bisschen was nach dem Podcast über ja, die Welt zu erfahren, beziehungsweise etwas von der Geschichte lesen möchte, hat jeder von euch die Möglichkeit, mich anzuschreiben mit einem netten Kommentar, wenn möglich. Und ja, ich lasse auf irgendeinen Weg euch dann die Leseprobe zukommen. Auch die Leseprobe, die dann schlussendlich an die Agenturen geht. Bisher habe ich immer noch nur eine Agentur angeschrieben. Und ja, die 30 Tage sind noch nicht um. Aber es dauert auch nicht mehr lang, bis die 30 Tage um sind. Ich glaube etwa eine Woche. Dann sind leider Gottes die 30 Tage um und das ist wahrscheinlich gleichbedeutend damit, dass diese Agentur sich zumindest nicht bei mir meldet. Damit werde ich allerdings nicht aufgeben, weil irgendwo glaube ich dann doch an, ja, an diese Geschichte, weil ansonsten würde ich nicht so lange schreiben, ansonsten wäre nicht so viel Leidenschaft, Herzblut, was auch immer da, ja, da reingekommen. Ich habe keine Ahnung. Reingeflossen. So, genau, das wollte ich eigentlich sagen. So, bevor ich noch mehr laber, geht es jetzt los. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht zu trocken. Ich hoffe, es stört euch auch nicht, dass ich ab und zu mit dem Mausrad so ein bisschen rumfahre und eventuell mal klicke. Und zwar haben wir hier das Sonnensystem K. Ich beginne tatsächlich mit dem Sonnensystem. Ich bin halt ein Fan von Astronomie, deswegen ist das mir persönlich wichtig gewesen und ja, das Sonnensystem heißt wirklich K, also KAR. Ja, da könnten vielleicht einige Leute schon was draus schließen. Ich hoffe, das mit dem Husten legt sich wieder und ich stelle euch das jetzt einfach mal so vor. Und zwar gibt es im System 4 Sonnen, 5 Gesteinsplaneten, 2 Gasriesen und einen Asteroidengürtel, der so groß ist, dass er eine gewisse Relevanz und Bedeutung besitzt. Und ja, 4 Sonnen, das ist eher selten. Also ich glaube schon, dass es einige Systeme gibt, die bisher gefunden wurden, die 4 Sonnen haben. 3 Sonnen sind gar nicht mal so selten, wie ihr jetzt annehmt. Also gibt es wahrscheinlich auch genug Systeme mit 4 Sonnen. Aber natürlich ist das etwas Besonderes und für eine Geschichte, von der man ein bisschen überzeugt ist, naja, habe ich mir gedacht, gab 4 Sonnen, warum nicht? Die haben natürlich auch alle eine nette kleine Bezeichnung, darauf gehe ich auch gleich ein. Und eine nette Kleinigkeit hier direkt an dieser Stelle schon, und zwar ist so ein bisschen das Motto von dieser Geschichte unter den 4 Sonnen. Also jetzt ergibt es vom Kontext her ein bisschen mehr Sinn. Also so heißt das Buch nicht, also nicht, dass ihr zukünftig danach Ausschau haltet, zumindest weiß ich nicht, ob es so heißen wird, weil, naja, schlussendlich habe ich zwar ein Mitspracherecht, aber die Agentur und der Verlag haben da schon so ein bisschen Macht, dir da reinzureden. Aber gehen wir mal auf die 4 Sonnen ein. Und zwar heißen die Sonnen Charon, das ist ein Klasse B-Stern, die sind ziemlich groß. Dann Kavo, ein Klasse G-Stern, der ist etwas größer als unsere Sonne. Carré, Klasse M-Stern. Kleinster Stern des Systems und umkreist Kavo, also praktisch in der Mitte eine fette Sonne, dann ja auf der anderen Seite auch eine relativ große Sonne, die von einer kleineren Sonne umkreist wird und in einiger Entfernung hat man dann K, das ist ein Klasse M-Stern, der das ja der einfach den größten Stern des Systems Charon in großer Entfernung umkreist. Also das sind die 4 Sonnen, die haben eine rudimentäre Relevanz im Buch, werden aber erwähnt. Dann habe ich auch was zu der Namensherkunft geschrieben, und zwar das System heißt K und das bedeutet in einer alten Sprache der Urväter Ursprung. Ja. Die Namen der Sonnen werden aus diesem Namen und den englischen Zahlen 1 bis 4 gebildet, wobei für jede weitere Sonne bis auf die erste je ein Anfangsbuchstabe der englischen Zahl weggelassen wird. Also wird praktisch Kavo so gebildet, K und Tu und da wird das T weggelassen. Daraus wird dann Kavo und Kare wird einfach mit 3 und man lässt das TH weg gebildet. Also ist jetzt nicht so kompliziert,
aber war einfach als Hintergrund ein bisschen lustig, ne? Aber jetzt keine große Sache. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, wer sind denn jetzt die Urväter? Ich denke mal, darauf komme ich dann später zurück, wer die sind. Falls ich nicht mehr darauf zurückkommen sollte, dann schlag mich zu Tode oder so. So, dann habe ich mir gedacht, glaub, es wäre interessant, das Sonnensystem für euch so ein bisschen gedanklich zu bilden. Und von daher gehen wir jetzt von der Mitte aus, ja, immer weiter nach außen, so von dem Aufbau her, ja, des Sonnensystems. Und zwar haben wir in der Mitte, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, Charon befindet sich im Mittelpunkt des Sonnensystems und hält ja das gesamte System so, wie es ist, halt zusammen. Dann haben wir den ersten Gesteinsplaneten und das ist Peithos. Und der befindet sich ziemlich nah an Charon und der ist mit 4000 Kilometern relativ klein. Also ist ein ziemlich kleiner Gesteinsplanet. Aber die meisten Gesteinsplaneten, die relativ nah an dem Zentralstern sind, meistens relativ klein. Dazu gibt es auch eine Namensherkunft und zwar Peithos ist laut einer Legende der erste Bewohner der bekannten Welt und soll auch ebenfalls der erste Anführer gewesen sein. Wird in der Geschichte nicht erwähnt, aber fand ich einfach, naja, interessant, das hier mal hinzuschreiben. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwie sonst noch jemand erfahren wird, außer, naja, die Leute, die gerade diesem Podcast beiwohnen. Und dann haben wir Anbas, ist der zweite Gesteinsplanet des Systems und befindet sich recht zentral zwischen Peithos und dem Asteroidengürtel, auf dem wir gleich auch natürlich noch zu sprechen kommen. Der ist mit fast 10.000 Kilometern schon ein bisschen größer, der Planet, hat zwei nicht signifikante Monde. Ich habe das jetzt einfach so, naja, halt klassifiziert. Also es gibt auch signifikantere Monde. Ich glaube, davon sind aber jetzt heute keine in der Vorstellung, weil irgendwo musste ich halt einen Cut setzen, weil ansonsten wird daraus einfach zu viel. Namensherkunft. Über die Herkunft des Namens ist bis heute nichts bekannt. Lediglich ein seltsamer Spruch, also so eine Art Gerücht. Und zwar, Anbas ist die Stimme von jedem und von niemanden. Dazu lasse ich mir tatsächlich noch etwas einfallen, weil dazu existiert zu diesem Zeitpunkt nichts. Aber ich fand das als Spruch ziemlich cool, weil die Geschichte hat auch vereinzelt ein paar, ja, gruseligere Aspekte. Nichts wirklich, was in Richtung richtigen Horror geht, aber naja, ihr wisst schon, was ich eventuell damit meine. Ich fand es einfach ganz cool. Dann haben wir auch schon den Asteroidengürtel und zwar den Chimera-Asteroidengürtel und das ist der einzig wirklich relevante Asteroidengürtel im System K. Wird jetzt hier als einziger betitelt, aber es gibt halt noch andere, aber die sind so klein, dass die einfach, naja, unbedeutend sind. Ja, und dieser Asteroidengürtel befindet sich ja komplett um, naja, das Zentrum, also um Charon und um die beiden bereits erwähnten Planeten. Wartet, ich glaube. Ah, Moment, da bin ein bisschen durcheinander gekommen. Und zwar umfasst dieser Asteroidengürtel die verbleibenden Gesteinsplaneten und die zwei Sonnen. Also nicht den Zentralstern, sondern die anderen beiden Sonnen. Und die werden von dem Asteroidengürtel komplett umfasst, kann man sagen. So, hier habe ich auch einen Aspekt für Wichtiges. Das ist einfach nur ein, ja, wichtiger Hinweis, den ich teilweise auch hauptsächlich für mich hinschreibe. Und zwar enthält ein paar Routen, die es einigermaßen ermöglichen, den Asteroiden zu durchfliegen, beherbergt Dutzende von Arbeitsstationen, die unzählige Materialien dort abbauen, also sowas wie Minenstation oder sowas. Das ist halt für mich insofern wichtig, weil im Hinterkopf habe ich ja auch noch das Pen and Paper Regelwerk, was ja eigentlich so der Ursprung hiervon ist. Und das ist halt einfach nur ein wichtiger Hinweis für mich selbst, dass sowas auch eingebaut werden sollte. Zu der Namensherkunft, durch die vier Sonnen im System durchlebt der Gürtel stetige Veränderungen, die auch das Aussehen von diesem stark verändern können. Das ist halt somit eine Anspielung auf dieses mythische Mischwesen und ja, in dem Fall ein Überbleibsel der menschlichen Sprachkultur. Es gibt
ja, 216 verschiedene Kulturen oder sogar mehr. Über die reden wir aber hier jetzt nicht so im Detail. Auf jeden Fall steht hier menschliche Sprachkultur, weil es noch andere Spezies gibt. Also nur damit das jetzt nicht zu verwirrend ist. Dann hätten wir Kodos und das ist der dritte Gesteinsplanet des Systems und war einst ein Zwillingsplanet und zwar von Ligand, auf den kommen wir auch noch zu sprechen. Wurde aber durch einen Asteroideneinschlag aus seiner Bahn geworfen. Vor dem Vorfall entwickelte sich Leben auf dem Planeten, wurde aber fast vollständig, ja, der Planet wurde fast vollständig zerstört und somit ist das Leben da auch nicht mehr so vorhanden. Es gibt allerdings da noch sehr große Insekten, die sich, naja, wacker halten. Mit 17.000 Kilometern im Durchmesser ist er auch größer als die Erde. Der Planet hat fünf nicht signifikante Monde. Allerdings keiner, der größer als 2.000 Kilometer ist, ist jetzt nicht so wichtig an dieser Stelle, glaube ich. Und zwar haben wir dann auch noch hier die Namensherkunft. Der Name Kodos setzt sich aus den beiden lateinischen Wörtern Quod sein und Acidus trostlos zusammen und beschreibt den derzeitigen Zustand des Planeten sehr gut. So, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal zu Kathedes. Und das ist der vierte Gesteinsplanet des Systems und ist wohl der bedeutendste Himmelskörper des Systems, welcher trotz seiner immensen Größe Leben beherbergt. Kathedes hat nämlich eine Größe von 74.133 Kilometer und ist damit auch größer als bis jede bisher gefundene Supererde, wenn ich mich nicht täusche. Und gleichzeitig der zweitgrößte Planet des Systems. Kleiner, in Anführungszeichen, Spoiler an dieser Stelle. Die ganzen Handlungen der Geschichten bzw. Bücher, je nachdem, ob daraus was wird, die finden auf Kathedes statt. Also die anderen Planeten und ja, die Sonnen, die haben also wirklich keine Bedeutung bisher. Also kann sein, dass sich das irgendwann mal ändert. Ich habe keine Ahnung, wie lang ich, na, generell daran arbeite. Das werde ich wahrscheinlich generell an den Erfolg ausmachen müssen, weil ich kann nicht über all diese Dinge schreiben und ja, das ein Leben lang machen und dann hast du nichts davon, außer dass du es halt geschrieben hast. Was auch nett ist, aber naja, da steckt so viel Arbeit drin. Da muss man halt auch sagen, man kann ja leider nicht nur von Luft und Liebe leben, ne? Aber machen wir einfach mal weiter. Die Planetenoberfläche besteht zu 83% aus Wasser und verfügt lediglich über eine einzige große einzelne Landmasse. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. So, Wichtiges. Die ganze Landmasse von Kathedes ist mit einer Stadt bedeckt, die den gleichnamigen Namen trägt. Die Stadt wird von 216 verschiedenen Spezies bewohnt und hat eine Bevölkerungsgröße von etwa 800 Milliarden. Das klingt jetzt ein bisschen viel, aber wenn man bedenkt, dass es teilweise Wüstengebiete oder ja, sowas gibt wie die Antarktis auf der Erde, die halt jetzt nicht großartig bewohnt sind, muss man einfach sagen, 800 Milliarden Bewohner bei einer Größe von 74.000 Kilometern ist eigentlich gar nicht mehr so viel. So, dann haben wir noch 52% der Wasseroberfläche wird für Plantagen verwendet, die alleinig der Nahrungsproduktion dienen und sich direkt um die Landmasse befinden. Circa 20% sind davon allerdings auch Anlagen, aber die haben eigentlich auch den Hintergrund, dass sie ja für die Nahrungsproduktion existieren. So. Dann muss ich mal gerade was kurz was trinken. Ich glaube, zeitlich schaffe ich das nicht, das rauszuschneiden. Ich hoffe, ihr stört euch nicht daran, weil ich schaffe das wahrscheinlich wirklich nicht, das rauszuschneiden. Und von da entschuldige ich mich jetzt, anstatt dass ich mich dann später entschuldige. Nur weil ich dazu nicht kam. So, die Namensherkunft, da steht jetzt echt viel. Der Name Kathedes setzt sich aus den Worten K, Ursprung.
das wusstet ihr schon, und Tethys zusammen, was in der Sprache der Urväter so viel wie These heißt. Direkt übersetzt wurde es somit mit Ursprungsthese, was jedoch falsch ist, da Kathedes ein eigenständiges Wort ist und Neuanfang bedeutet. Und ja, ja gut. Ja, ich bin ein Freund von solchen Dingen, also wundert euch nicht daran. Aber kleiner Spoiler auch an dieser Stelle, ich habe mir jetzt keine wirkliche Sprache ausgedacht, weil das dauert einfach zu lang. Also vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, ja. Aber naja, gut. Der Name ist indessen zwei Punkten sehr treffend, da alle Spezies bis auf eine erst nach ihrer eigenen Vernichtung auf diesen Planeten gebracht wurden. Gerettet wurden sie angeblich von den Urvätern, die Spezies mit einem solchen Schicksal eine zweite Chance geben wollten. Ich erkläre einfach mal, was gerade die Urväter sind. Also praktisch alle 216 Spezies wurden irgendwann mal von den Urvätern halt auf diese Welt Kathedes geholt, und halt 215 von diesen Spezies wurden aus ihrem ja elendigen Schicksal der eigenen Vernichtung praktisch ja befreit, errettet, nett ist wie es wollt. Also in dieser Story ist es auch so, dass die Menschen sich in einem Nuklearkrieg wirklich an den Rand ihrer eigenen Vernichtung, naja, ja, gearbeitet haben, kann man sagen. Ja, wenn man das sagen möchte. Ich hoffe natürlich, das passiert nicht, aber naja. Man weiß ja nie, also in dieser Geschichte ist es passiert. Und naja, die Erde war halt dann auch verloren und das Ende der Menschen war gekommen. Und dann kamen halt die Urväter und haben sie gerettet. Und daraus resultiert auch so eine Art Religion, kann man sagen, weil die Existenz der Urväter ist nicht eindeutig bewiesen, weil es gibt halt zwei verschiedene Theorien, ja, aber auf die möchte ich jetzt nicht allzu sehr eingehen, außer ihr möchtet sie vielleicht hören. Auf jeden Fall gibt es viele, die daran glauben, dass die Urväter auch eines Tages zurückkehren zu ihren, in Anführungszeichen, Kindern, die sie halt einstmals gerettet haben. So viel dazu. Also, bis heute ist es jedoch eine unbewiesene Theorie, ja, das habe ich auch gerade gesagt, aber der Untergang der ursprünglichen Zivilisation ist dennoch zutreffend. In dem Kontext stimmen also beide Übersetzungen, also Neuanfang und Ursprungsthese halt im Sinne von den Urvätern, die die Spezies errettet haben, und Neuanfang halt, da die ganzen Spezies halt die Möglichkeit bekommen haben, neu anzufangen. Also nochmal zu versuchen, ihre eigene Welt zu vernichten. Wunderbar. Ein kleiner sarkastischer Kommentar muss von mir immer sein. So, ich rede offensichtlich zu viel. Dann haben wir Ligand, ist der fünfte Gesteinsplanet des Systems und gleichzeitig auch der letzte. Und den hatte ich zuvor mal als Zwillingsplanet erwähnt. Wie auf Kathedes und Kolos existiert Leben auf Ligand, was sehr beeindruckend ist, da Leben im Universum generell eher selten ist. Kolos ist eine karge Welt und Kathedes ist mit sehr viel Wasser bedeckt, während Ligand ein Planet ist, der einen einzigen großen Wald bzw. Dschungel darstellt. Ebenso ist Ligand der Planet, der Kavo und Karree am nahesten ist, also den beiden Sonnen im Mittelpunkt des Chimera-Asteroidengürtels. Mit fast 20.000 Kilometern ist der auch, ja, man kann fast schon sagen, deutlich größer als die Erde und hat einen Mond, der diesmal sogar signifikant ist, aber unbenannt. Ligand wird von einem einzigen Mond umkreist, der fast vollständig aus Wasser besteht, obwohl der Trabant schon seit der Entstehung von Ligand diesen umkreist wurde, der Mond bis heute nicht benannt. Mit 4096 Kilometern ist der auch hier datiert. Ist ein kleiner Informatikerwitz. Falls ihr den jetzt nicht versteht, macht das auch nichts. So, wichtiges. Ligand ist die eigentliche Heimatwelt der Trioden, ein Name, den sich ein Freund von mir ausgedacht hat, einer baumartigen Lebensform, die sich auf dem Planeten entwickelt hat. Der Großteil der Spezies lebt allerdings auf Kathedes selbst. Im Gegensatz zu Kathedes, welches eine hochtechnologische Struktur aufweist,
Hat Ligant eine eher primitive Technologiestufe, da die Bewohner des Planeten viel mehr an die Naturverbundenheit glauben, als die, die halt auf Kartedes leben, wo es keine richtige Natur gibt. Auch ein kleiner Fakt am Rande. Es gibt auch die Theorie, dass sich das Leben auf Kartedes nicht natürlich entwickelt hat. Klar, die ganzen Spezies wurden einstmals dahin gebracht. Aber naja, an sich hat sich da nie wirklich selbst Leben entwickelt, weswegen es schon sehr viele gibt, die halt an die Ursprungsthese mit den Urvätern glauben. So, dann weiter im Text. Ich hoffe, man hört Discord nicht, aber sollte man eigentlich. So, der ganze Stolz des Planeten ist der heilige Wald, welcher von fast allen Trioden regelrecht angebetet wird. Einmal in jedem Zyklus, auf Zyklus, was das ist, kommen wir noch zu sprechen, muss ein Triode den heiligen Wald betreten, um ein Sprössling dort zu setzen, auf das der Wald auf ewig bestehen möge. Der heilige Wald zeichnet sich durch seine Dichte und Lebensvielfalt aus, welche einzigartig ist. Ich erwähne es einfach mal gerade, Zyklus ist einfach nur die Zeit, die Kartedes braucht, um astronomisch gesehen alle vier Sonnen einmal, naja, zumindest nicht alle vier Sonnen, aber sagen wir mal, die, wie sage ich das am besten? Also, ein Zyklus ist praktisch eine Umkreisung der beiden Planeten, der beiden Sonnen, ja, im Asteroidengürtel und nochmal des Zentralsterns. Also, das ist ein Zyklus. Und den habe ich jetzt einfach da anders benannt, weil erstmals andere Zivilisation. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass der Zyklus nicht immer gleich lang ist, aber es wird trotzdem immer als ein Zyklus betitelt. Also praktisch das Jahr in dem Sinne wäre nicht immer 365 Tage, sondern würde halt variieren. So, dann Namensherkunft. Der Name Ligant setzt sich aus dem lateinischen Wort Lignum, Baum, und dem englischen Wort Plant, Pflanze, zusammen. Von Lignum werden die ersten drei Buchstaben verwendet und von Plant die letzten drei. Das soll den ewigen Kreis des Lebens darstellen, der sich oft auch in der Geschichte findet. Also, ja, ich weiß nicht, ob ihr euch so mit dem Kreislauf des Lebens auskennt. Falls nicht, macht es das nichts. Also, ja, naja, auf jeden Fall sieht man da halt die Zahl 3 sehr oft. Dann haben wir die Sonne Kavo, ist der zweitgrößte Stern des Systems Charon, fungiert als ausgleichende Kraft zum Hauptstern Charon. Carré ist der kleinste Stern, umkreist unmittelbar Kavo, der wiederum den Hauptstern umkreist. Und praktisch umkreist Kartedes und Ligant die beiden Sterne und dabei auch den Zentralstern, also falls das jetzt ein bisschen klarer sein sollte. So, dann haben wir Darts, ist der größte Planet des Sonnensystems und der erste Gasplanet. Im Vergleich zu den restlichen Planeten des Systems liegt Darts am weitesten weg von einem der vier Sterne. Das wohl interessanteste an dem Gasriesen ist die Tatsache, dass sich keine schweren Materialien in der Zusammensetzung finden lassen, obwohl das halt normalerweise eher normal ist. Normalerweise normal. Wunderbarer Satz. So, mit 81.000 Kilometern ist, wie gesagt, der größte Planet, hat zwei nicht signifikante Monde. Namensherkunft, die... Mal gucken, was habe ich da geschrieben? Die Herkunft des Namens ist weitestgehend recht umstritten, da keine offizielle Übersetzung existiert. Im Laufe der Zeit wurde der Name aber zu einem Begriff der Ungeschicklichkeit oder Dummheit. Der wahre Hintergrund ist, dass es der Name eines meiner DSA-Charaktere, also das schwarze Auge, und das war ein Echsenwesen gewesen und der hieß halt Darts. Und der war halt sehr dumm und auch ungeschickt und daher auch hier als Kontext, dass das ein Begriff für Ungeschicklichkeit oder Dummheit ist, erfährt man halt nicht in der Geschichte, ist ehrlich gesagt auch unwichtig. Dann haben wir Xaen, ist der zweite Gasplanet des Systems und der einzige Planet, der eine direkte Umlaufbahn nur zu einem einzigen Stern hat.
Tja, welcher Stern das ist, das könnt ihr euch ja schon denken wahrscheinlich. Falls nicht, dann macht das ehrlich gesagt auch nichts. So, Eckdaten. Etwa 70.000 Kilometer im Durchmesser, hat 19 nicht signifikante Monde und die Namensherkunft, der Name Xaen stammt aus einer alten Legende über einen Krieger, der einst die Urväter herausgefordert haben soll. Zur Strafe seines Aufrührens wurde er in eine Ansammlung an Energie verbannt, die sich später zu diesem Gasriesen gebildet hat. Der wahre Hintergrund ist es auch einer meiner DSA-Charaktere. Ja. Der auch ziemlich nutzlos war und ja, der ist auch durch eine Ansammlung an Energie, glaube ich, gestorben, wenn ich mich recht entsinne. Und von daher sehr, sehr passend, sehr, sehr passend. So, dann haben wir noch Ka, ist der weit entfernteste Stern des Systems, umkreist aber dennoch den Hauptstern Charon und wird seinerseits von einem Gasriesen Xaen umkreist. Also falls ihr vorhin Xaen geraten habt, dann lagt ihr richtig. Ja. Ich muss sagen, es ist echt viel zu reden. Dementsprechend darf ich auch viel trinken. So, und dann geht es um die Kathedes Welt. Ja, dann ist euch auch der Arbeitstitel jetzt bekannt, falls das eh nicht schon so offensichtlich war. Und zwar, die Welt von Kathedes ist eine technologisch hochentwickelte Metropole, dessen wahres Alter unbekannt ist. Die Stadt selbst existiert laut den Archiven von Kathedes bereits vor dem offiziellen Start der Aufzeichnung, welche über 200 Millionen Jahre zurückliegt. Die bisher beste Annäherung an das womöglich richtige Alter war eine Untersuchung einer alten Statue. Jene Untersuchungen hatten ergeben, dass die Statue ein Alter von etwa 410 Millionen Jahren hat. Da die Stadt zu dem Bau dieser zum Zeitpunkt des Baus nicht existiert haben muss, kann keiner sagen, ob das jetzt eine gute Annäherung ist oder nicht. Weil es kann ja sein, dass die Stadt schon vorher existiert hat oder die Stadt erst nach dem Bau dieser Statue gegründet wurde. So, ich glaube, jetzt ist das eher verständlich. So, die Stadt ist in über 200 Sektoren aufgeteilt. Was das ist, das werde ich nur ganz grob anschneiden, welche in die vier Himmelsrichtungen aufgeteilt sind. Also, es gibt praktisch Norden, Süden, Westen, Osten und da gibt es halt etwa 50 Sektoren pro Himmelsrichtung und die werden dann beispielsweise N14, N20 getauft oder so und stellen halt einfach nur eine Abgrenzung zwischen den einzelnen Gebieten dar. Was es damit auf sich hat, das ist eine andere Sache, worauf ich hoffentlich auch noch zu sprechen komme. So, Kathedes Zeitrechnung. Ja, meine Stimme ist schon am kaputtgehen. So, Zeitrechnung, wir haben ja eben schon über Zyklus geredet, der wird hier nicht nochmal näher erwähnt, weil Zyklus halt aufgrund der Tatsache, dass die Länge so sehr variiert, halt nicht als relevant angesehen. Ein Zyklus ist halt einfach ein Zyklus und hat an sich keine wirkliche Relevanz selbst. Also ja, damit wird halt hier nicht gearbeitet. Ja, gehen wir mal darauf ein. Ja. Die Berechnung der Zeit erfolgt in Kathedes ein wenig anders als bei uns, wo das in Jahren, Monaten, Tagen und so weiter erfolgt. Allerdings gibt es auch gewisse Parallelen. Die Unterschiede resultieren hauptsächlich daraus, dass das System über vier Sterne verfügt und nicht über eine und die sich halt ja auf die Umlaufbahn halt auswirkt und halt auf die Umlaufdauer. So, jetzt habe ich es aber auch. So, die einzige wichtige zeitliche Unterteilung erfolgt in Abschnitten. Ja. Ein Abschnitt ist eine Umdrehung des Planeten, was circa 20 Stunden entspricht. Eine weitere Zeiteinteilung erfolgt nur in vollen oder Teilabschnitten. Beispielsweise 0,5 Abschnitte sind etwa 10 Stunden. Kleinere Zeiteinheiten existieren in Kathedes nicht, auch weil so kurze Zeitabstände im Stadtleben halt keine Relevanz besitzen. Dasselbe wie halt mit dem Zyklus, der ebenfalls keine Relevanz besitzt. Die meisten Fristen und Termine laufen über mehrere Abschnitte und für die Erfassung von diesen gibt es halt die modernste Technik in der Welt. Also
keiner ist jetzt darauf angewiesen zu sagen, ein 380stel eines Abschnittes oder so. Die Zeiteinheit-Abschnitt ist von einer elementaren Bedeutung. Ohne diese würde das System schnell im Chaos versinken. Also praktisch alles wird halt mit diesem Abschnitt ja unterteilt, berechnet, wie auch immer ihr das jetzt bezeichnen möchtet. So, jetzt kommt. Oh Gott. Da muss ich erstmal. Puh, also es war schon anstrengend, das damals zu schreiben. Aber das jetzt zu lesen und für euch wiederzugeben, wird jetzt hart. Und zwar Kathedes. Die Regierung, oi, die Regierung Kathedes existiert offiziell seit der Stadtgründung, welche sich bisher halt nicht genau bestimmen ließ und halt etwa auf 400 Millionen Jahre geschätzt wird. Die Regierungsform lässt sich auch nur schwer klassifizieren, weil viele verschiedene Formen zutreffend sind. Zum einen ähnelt es einer Autokratie, da die Regierung von einer Personengruppe gestellt wird, auf die wir auch noch eingehen werden, und zum anderen einer sogenannten Gerontokratie, wo die Alten über alles entscheiden. Es weist aber ebenso Ähnlichkeiten mit einer Demokratie auf, da stets von jeder Spezies ein Repräsentant erwählt wird, aber nur im Falle eines Todes. Also praktisch einmal immer mal wieder, ne? Aber da gibt es einen Knackpunkt. Und darüber reden wir jetzt. Inoffiziell munkelt viel, dass bisher kein Repräsentant gestorben ist und somit noch immer herrscht, weswegen halt von einer Gerontokratie, also einer Regierung der Alten, die Rede ist. Es existieren allerdings weiterhin Verbindungspunkte zu der Meritokratie, wo verdiente Persönlichkeiten für einen Posten eingesetzt werden. Trotz der vielen Gemeinsamkeiten zu einigen Regierungsformen gibt es keine offizielle Bezeichnung für die Art der Regierung. Also Kathedes hat halt einfach eine Regierung, die jetzt aber nicht namentlich irgendwie betitelt ist. So. Viele Punkte sind auch sehr widersprüchlich gegenüber den genannten Regierungsformen. So ist es keine Demokratie, da das Volk nicht wählt. Also wir haben keine Möglichkeit, einen Repräsentanten zu wählen. Es ist aber ebenso keine Autokratie, weil die oberste regierende Instanz sich trotzdem noch an eine eigene Verfassung halten muss, was bei einer Autokratie halt normalerweise nicht der Fall ist. Es ist ebenso keine Gerontokratie, da kein Repräsentant eine öffentliche Person des Lebens darstellt und eher im Hintergrund agiert. Also es ist einfach nicht bekannt, ob jetzt das immer noch dieselben sind, die an der Macht sind wie vorher. Also man kann halt nicht von einer Regierung der Alten reden, wenn man halt nicht weiß, ob das halt immer noch dieselben sind. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klarer. Allgemeinhin wird die oberste Instanz die Stadtverwaltung genannt, weil genau das halt die Aufgabe von denen ist. So, das war ein ganz schöner Batzen, aber es kommt noch mehr. Die Gesetze in Kathedes wurden vor vielen Millionen Jahren für alle Bewohner festgelegt und nur sehr selten werden neue Gesetze von der Stadtverwaltung verabschiedet. Auch aus diesem Grund erfüllt die Stadtverwaltung hauptsächlich einen verwaltenden Zweck und wird ausschließlich in Notsituationen aktiv. Die Stadtverwaltung verwaltet aber nicht nur, sie kontrollieren auch alle Vorgänge in der Stadt und stellen gleichzeitig die Gerichtsbarkeit dar. So, meine Güte, was ein Monster an Text. Aber ich bin noch nicht mit der Regierung fertig. Und hier an dieser Stelle muss ich mal gerade gucken, wie weit bin ich da zeitlich, dass ich daran denke. Wir sind etwa bei 38, 40. Und zwar, dass ich vielleicht mal davon ein Bild mache und das halt mal einblende. Und zwar habe ich so ein kleines Diagramm, kann man sagen. Und zwar haben wir oben die Stadtverwaltung mit 216 Mitgliedern, also praktisch für jede Spezies ein Repräsentant. Haben auf der linken Seite den Arm der verwaltenden Kontrolle. Das sind dann einmal pro Sektor, also ein der 200 Sektoren praktisch ein Sektorverwalter. Und unter diesem Sektorverwalter steht pro Sektor noch 64 weitere Verwalter, die halt aufgeteilt sind in erste Ordnung, zweite Ordnung und so weiter. Dann haben wir auf der rechten Seite die ausführende Kontrolle. Da haben wir die Wachstation. Normal sind vier pro Sektor, aber es gibt auch Sektoren, wo mehr sind.
Und etwa 8 Millionen Wacheinheiten sind pro Sektor eingeteilt. Also ihr könnt das selbst einfach schnell rechnen bei über 200 Sektoren, wie viele Wacheinheiten es gibt. So, dann gehe ich nochmal ein bisschen auf die einzelnen Punkte ein. Und zwar, die Stadtverwaltung ist die oberste Instanz in Kathedes und hat 216 Mitglieder, und zwar für jede Spezies auf Kathedes eine. Die Identität dieser 216 Personen ist niemandem außerhalb der Stadtverwaltung bekannt. Also nur die Stadtverwaltung weiß, welche 216 Personen da drin sitzen. Von daher könnten da auch 216 Hühner sitzen und es wird keiner wissen. Ja. Bei so einer hochtechnologisierten Welt kann man nie sicher sein, ob da nicht 216 Hühner sitzen. So, ebenso ist es fraglich, wie ein Wechsel im Todesfall vonstatten geht, also wie praktisch ein Ersatz so gewählt wird. Das habe ich mir selbst nicht ausgedacht. Ich möchte auch nicht zu viel spoilern, falls ihr dann doch mal irgendetwas davon lesen möchtet. Allerdings kann ich auch so viel dazu sagen, in den ersten 830 Seiten wird dazu nicht viel gesagt, also. Es ist also ein sehr, sehr langfristiger Spoiler, wenn ich dazu etwas sagen würde. So, Kathedes ist ein Kontrollstaat, aber viel zu groß, um nur von der Stadtverwaltung allein kontrolliert werden zu können. Dafür gibt es die verwaltende Kontrolle und die ausführende Kontrolle, die für jeden Sektor einzeln gestellt werden. Ihr fragt euch vielleicht, warum habe ich denn jetzt den Arm in der Mitte nicht erwähnt? Da auf den komme ich noch zu sprechen. Aber das dauert ein bisschen länger, deswegen erstmal ja, die Arme, den linken und den rechten zuerst und dann kommt die Mitte. So, die verwaltende Kontrolle hat pro Sektor einen Sektorenverwalter, der lediglich dazu da ist, die 64 Verwalter zu überwachen. Allerdings hat er auch noch die Aufgabe, der Stadtverwaltung Rede und Antwort zu stehen. Ein physischer Kontakt erfolgt jedoch nicht. Ja, also. Ja, das so ist das halt einfach. Es erfolgt kein Kontakt zwischen Stadtverwaltung und den Sektorverwalter in wirklich physischer Form. Das heißt, die sehen sich niemals. Also die Stadtverwaltung überwacht die Sektorverwalter und Sektorverwalter verwalten halt die 64 Verwalter. Bürokratie, meine Freunde, Bürokratie. Also, dann haben wir die ausführende Kontrolle. Und das kommt am ehesten einer polizeilichen Instanz, ja, am nächsten kann man sagen. Aber es existiert keine direkte Kommandostruktur. Das heißt, jede Wacheinheit hat einfach denselben Status, egal wo sie stationiert ist. Da gibt es jetzt noch einen wichtigen Hinweis dafür. Da arbeiten wir uns jetzt noch durch. Und zwar, Wacheinheiten werden gleichermaßen von echten Bewohnern gestellt als auch von Androiden. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass Wacheinheiten nicht dem Ansehenssystem angehören. Was es damit auf sich hat, darauf komme ich noch zu sprechen. Die Tatsache ist gleichermaßen gut wie schlecht. Sie können sich zwar in jedem Sektor frei bewegen, als ob sie das höchste Ansehen hätten, können dafür aber nicht im Ansehen aufsteigen, was halt, naja, die Möglichkeiten der Welt enorm einschränkt. Sie sind sozusagen eine separate Bevölkerungsgruppe, die dem System gegenüber absolut loyal ist. Alles, was die Wacheinheiten für ihr Leben benötigen, wird ihnen von der Stadtverwaltung gestellt. Alle Wacheinheiten tragen dieselbe schweren Rüstungen, hier auch noch über die beste Bewaffnung verfügen. Also sie haben praktisch alle, ja, naja, die besten Möglichkeiten, die beste Ausrüstung, die halt ja existiert, ja, oder zumindest zur Verfügung gestellt werden kann. Also sie brauchen jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich selbst wirklich aktiv zu werden. So, dann haben wir den Strang in der Mitte. So, die temporale Masseneinheit. Versuch das mal dreimal schnell hintereinander zu sagen. Kurz TME ist eine nicht offizielle Einheit der Stadtverwaltung, welche künstlich erschaffen wurde. Äußerlich sehen die TME wie eine undefinierbare Masse aus, jedoch verfügen sie über die Fähigkeit, sich in jedes Objekt zu verwandeln
So wie in jede Spezies, in real existierende Personen können sie sich aufgrund einer Sicherung allerdings nicht verwandeln. Ja. Das geht auch in der Geschichte hervor, weil es schon eine gewisse Relevanz besitzt. Also die kommen in der Geschichte vor. Ja. Dieser Aspekt, der ist ebenfalls in der Geschichte auch drin. Die TME werden oft als eine weitere ausführende und gleichzeitig verwaltende Instanz verwendet. Gerüchten zufolge gibt es etwa 100 pro Sektor. Ja. Dann haben wir noch die vier Sonnen, ja, oder oft auch als die Angst bezeichnet. Das ist einfach nur ein Hinweis auf die Geschichte selbst. Dieser Hinweis, den brauche ich euch hier nicht zu geben, weil es wird halt einfach geschichtlich als die Angst bezeichnet, als über diese Organisation geredet wird. Also die vier Sonnen oder auch die Angst ist eine verbrecherische Organisation, die inoffiziell von der Stadtverwaltung geduldet wird. Kleiner Spoiler, sie werden auch offiziell geduldet, aber es weiß halt keiner. Genau wie halt niemand was von den TME weiß. Sie agieren innerhalb des Systems als ein Organ, das sich um alles Illegale in der Stadt kümmert. Bei so gut wie allen illegalen Angelegenheiten sind die vier Sonnen irgendwie involviert. Obwohl die Welt perfekt scheint, wurden illegale Aktivitäten früh zu einem Problem. Naja, so ist das, ne? Gibt immer überall Probleme. Da die Stadtverwaltung diese nicht eigenständig überwachen kann, kommen die vier Sonnen zum Einsatz. Sie sind quasi dafür zuständig, dass die illegalen Aktivitäten nicht bekannt werden. Ja, gleichermaßen ermöglichen sie aber auch allen Leuten, illegale Dinge zu erwerben, wovon die Stadtverwaltung allerdings weiß. Dem System ist dieses Vorgehen aber recht, wenn dadurch der Schein und der Frieden bewahrt werden können. Dazu muss gesagt werden, Katedes verfügt zwar über Waffen, ja, hat technologisch auch und gesellschaftlich so einen Stand, dass fast jeder irgendwie bewaffnet ist, aber im Prinzip ist es eigentlich eine Welt voller Pazifisten und der Grund für die Bewaffnung dient einmal irgendwie der allgemeinen Sicherheit, ja, angeblich, ne, ihr wisst schon, und auf der anderen Seite halt hat das kulturelle Hintergründe oftmals. Beispielsweise hat eine kriegerische oder eine ehemals kriegerische Spezies vielleicht einen Speer bei sich oder sowas. Einfach etwas, was kulturell da irgendwie reinpasst. Und man muss dazu auch halt sagen, dass die Stadtverwaltung eine gewisse Propaganda, ja, betreibt. Ich glaube, es ist schon ein bisschen klar geworden an dieser Stelle. Und zwar machen sie praktisch allen Leuten weiß, dass sie in einer perfekten, ja, idealisierten Welt leben und ja, dass sowas wie Verbrechen oder so halt nicht existieren. Und ja, wie sie dann die vier Sonnen und so weiter erklären wollen, also die verbrecherische Organisation und das, was alles da, naja, im Hintergrund passiert, lassen wir einfach mal so stehen. Auf jeden Fall, da passiert sehr viel Propaganda und das ist auch, ja, irgendwo ein präsentes Thema in der Geschichte selbst. Ja, wird oftmals diskutiert, also wie die Stadtverwaltung Propaganda betreibt, wird besonders stark bewusst auf den ersten 100, 150 Seiten, wie viel Propaganda da eigentlich in der Welt erfolgt. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Und zwar, ich habe es eben mal erwähnt, und zwar die Archive in Cathedes. Alle Informationen der Welt werden in den Archiven von Cathedes gespeichert und können frei von jedem eingesehen werden. Es gibt nur sehr seltene Ausnahmen, wenn es sich um, naja, sagen wir mal, zu spezifische oder zu heikle Informationen handelt. Beispielsweise bei irgendeiner Störung, die zu einer Beschädigung oder Zerstörung eines Gebäudes geführt hat, können nicht alle Leute jetzt praktisch in den Bericht gucken, ja, um mein Beispiel genannt zu haben. Also normalerweise wird alles da drin geteilt, aber es gibt halt schon Dinge, die halt zurückgehalten werden, wo man halt sagen muss, da beginnt schon so ein bisschen dieses Bild zu bröckeln von der absoluten Offenheit. Auch wenn man halt an die beiden, naja, Punkte in der Mitte eben denkt, ne? So, in dem System gilt ansonsten eine vollkommene Offenlegung von Informationen. Ja, natürlich. Jeder Umsatz, jeder Bestand, jede Transaktion, jeder Gebäudeplan, eben alles steht in den Archiven. Aber wir haben schon festgestellt, dass das nicht wirklich alles ist. Eine Vertuschung oder Manipulation der Archive ist das höchste Vergehen in Cathedes
und wird in so gut wie allen Fällen mit einer Destabilisierung bestraft, was die Todesstrafe darstellt. Ja, hochzivilisiert, ne? Ja, technologisch fehlt denen an nichts, aber haben die Todesstrafe. Das ist Entwicklung, meine Freunde. Eine gewisse Ironie steckt da ja schon dahinter, da die Stadtverwaltung über zwei inoffizielle Organe verfügt, die sich auch noch mit illegalen Aktivitäten befassen. Ja. Also hier steht praktisch nochmal erwähnt, was ich schon gesagt habe. So. Abschließend hätten wir das Ansehenssystem. Das Ansehenssystem oder auch kurz das System genannt, ist eine allgemeine Lebensordnung, die einen je nach Ansehen Rechte zuweist oder eben entzieht. Das Ansehen ist direkt dafür verantwortlich, wo du wohnst, wie du lebst, was du erwerben darfst und wohin es dir erlaubt ist zu gehen. Jeder Sektor, da kommen wir wieder auf die Sektoren zu sprechen, hat eine eigene Ansehensstufe, die nur betreten werden kann, wenn du halt mindestens diese Stufe hast. Also hat N14 beispielsweise eine Ansehensstufe von 4, dann brauchst du auch eine Ansehensstufe von 4, um diesen Sektor halt betreten zu dürfen. Dieses System ist so fest in dem Denken der Bewohner verankert, dass dadurch auch gesellschaftlich eine Trennung der einzelnen Ansehensstufen erfolgt. Also beispielsweise, es gibt zwar offizielle Wege, ja, die auch von Bewohnern benutzt werden können, aber die werden halt separat von den Leuten benutzt. Also die Zweierbewohner laufen auf der einen Seite, die Dreierbewohner auf der anderen Seite. Also es erfolgt also von der Bevölkerung auch eine Trennung. So. Um das nochmal hervorzuheben, die Hochangesehenen verkehren nur mit ihresgleichen, während die mit einem niederen Ansehen es, naja, eben genauso handhaben. Ein Aufstieg im Ansehen ist somit oft ein endgültiger Abschied mit denen aus der vorherigen Stufe, auch weil die Person automatisch in einen höheren Sektor ziehen muss. Also du hast nicht die Möglichkeit, wenn jetzt beispielsweise als Zweier auf ein Dreier aufsteigt, ja, dass du sagen kannst, ich möchte trotzdem in einen Zweiersektor wohnen. Es geht nicht. Du musst dann in einen Dreiersektor umziehen. Ist eigentlich kackegal, wo deine Arbeitsstelle ist und wie umständlich es dann für dich werden sollte. Du musst umziehen, weil das so vorgesehen ist. Du darfst als Dreier nicht, na, in einen Zweiersektor wohnen. Auch deswegen ist irgendwie so die gesellschaftliche Sichtweise irgendwie nachvollziehbar, warum die Leute halt sich gegenseitig voneinander abtrennen, weil halt das System das genauso handhabt. So. Das Ansehen ist in den Stufen 2 bis 12 aufgeteilt, wobei 12 das höchste ist und 2 das niedrigste. Warum 2? Das werdet ihr jetzt erfahren. Bei der Verwaltung ist es derweil genau. Oh, das erfahrt ihr gleich, okay. Bei der Verwaltung ist es derweil genau umgekehrt. Der Verwalter der ersten Ordnung stellt das Höchste dar, wohingegen die 64. Ordnung das Niedrigste darstellt. Ist einfach nur so ein Hinweis dazu, dass es in dem Fall genau umgekehrt ist. Ja? Also umso höher die Ordnung des Verwalterpostens ist, umso niedriger die Zahl des Verwalterpostens ist, umso höher bist du an der Position. Beim Ansehen ist es halt genau umgekehrt. So, dann fragt ihr euch ja sicherlich, was hat es dann mit Ansehen auf sich, was niedriger als 2 ist. So. Die Ansehensstufe 1 gilt für alle Gäste von Kathedes. Ja, also praktisch, wenn du kein Bewohner von Kathedes bist, naja, hast du halt die Stufe 1 und darfst dich halt nur und gebieten dich halt naja, befinden, wo das halt auch erlaubt ist, als Einser halt rumlaufen zu können. Das sind hauptsächlich die vier großen Sternhäfen des ja, Systems, also der Stadt Kathedes. Also es gibt praktisch nur vier große Häfen und diese großen Hafenanlagen haben halt die Stufe 1 und da dürfen sich Einser nur aufhalten und sonst nirgendwo. So, dann haben wir noch die Stufe 0 und das sind hauptsächlich gesuchte Verbrecher, die sich in den meisten Fällen aber nicht auf dem Planeten befinden, weil, naja, wenn du nicht in das System passt, dann wirst du halt aus dem System einfach rausgeworfen. Das heißt, du verlierst entweder dein Ansehen, beispielsweise du hattest ein Dreier-Ansehen und hast Scheiße gebaut und wirst heruntergestuft, oder
einigen Fällen, wenn du großen Mist gebaut hast oder vielleicht auch illegal aktiv warst, dann wirst du zu einem Verbrecher erklärt und musst die Stadt verlassen. Da gibt es noch einige Nebenschritte, und zwar gibt es die Eingliederungsmaßnahme, wo du dann nochmal die Chance hast zu beweisen, dass du dazu fähig bist, dich in die Welt halt einzugliedern, ja. Und ja, das wär's im Groben von dem Ansehenssystem. Da gibt es noch viele andere Dinge, die ich erwähnen können. Und zwar, dass es im System Körper-Upgrades gibt. Das heißt, du kannst dir irgendwelche Module in den Körper einbauen, was vollkommen normal ist und auch von den meisten wahrgenommen wird. Da gibt es innerhalb der Welt auch Gruppierungen, die das komplett ablehnen. Da gibt es aber auch Leute, die das verherrlichen und sehr viele Module haben und dann nicht mehr als, naja, ihre eigene Spezies gelten, sondern einfach als Cyborg. Und die werden allerdings nicht mehr so gerne gesehen. Warum? Das verrate ich jetzt nicht, weil das im Buch auch angeschnitten wird und eventuell auch irgendwann mal vielleicht nochmal thematisiert wird. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, glaube ich, erwähne das nochmal mit den Modulen, weil die Module ziemlich präsent in der Geschichte sind und ja, wäre passend, um das hier abzuschließen. Und das möchte ich auch jetzt hiermit tun. Ich weiß, ich habe sehr viel geredet und ich hoffe, das war insgesamt auch irgendwie interessant. Kann ich selbst gerade schlecht beurteilen. Muss auch sagen, meine Stimme ist ziemlich weg, war ziemlich oft weg und das sorgt auch irgendwie dafür, dass du dich sehr oft versprichst. Aber naja, ich hoffe, es war trotzdem gut. Ja. Ich versuche das heute noch fertig zu schneiden, aber ich schätze mal, das wird auch am Dienstag erst hochkommen. Also ich nehme das jetzt am Montag auf. Kann sein, dass ich es heute nicht mehr fertig bekomme. Ich glaube, ich habe eben gesagt, schneiden. Ja, ich schneide eigentlich nicht großartig was. Ich werde einfach nur, naja, sagen wir mal, da oben das Diagramm einfach mal abfilmen für die paar Minuten da, wo das halt relevant ist, damit ihr das ein bisschen, naja, was zu sehen habt, kann man sagen, ja. Ich meine, ich habe es zwar erklärt, aber vielleicht ist es visuell nochmal besser. Also es kann sein, dass ich das jetzt heute nicht mehr hinkriege. Dann kommt das erst morgen. Und ja, das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr Spaß damit hattet. Falls nicht, tut es mir natürlich leid. Es ging jetzt auch fast eine ganze Stunde. Aber Gott sei Dank nicht so lange wie befürchtet. Also, dass es mehr als eine Stunde wird und ich eventuell darüber nachdenken müsste, ist zu splitten. So. Ich bin an dieser Stelle raus, grüßt mir die Sonne und macht's gut.